als Co-Kommentar freut man sich auch, wenn man merkt, dass die Popularität geblieben ist. Ja, dass man also nicht vergessen ist und auch, dass man auch eine andere Freund gefunden hat. Das ist der unparteiische Peter Müller, der älteste Schiedsrichter in der deutschen Profilandschaft. Und das war der Anstoß, die Eintracht also nochmal zur Ausgangssituation. 5 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Vom Aufstieg spricht inzwischen am Riederwald niemand mehr. Und der FSV Mainz 05 kann mit einem Sieg wieder auf Rang 3 klettern, nachdem ja alle Konkurrenten im Aufstiegsrennen am Wochenende vorgelegt und gewonnen. Eintracht ja alles andere als schussstark. Sie haben es vorhin bei uns im Vorbericht gesehen. 8 Spiele, 4 Tore, darunter noch 2 Eigentore. Und die Mainzer Hintermannschaft, vielleicht die stärkste der zweiten Liga. Ich glaube schon. Und diese Viererkette ist die Abwehr ist eingespielt und ist schon eine Hilfe für die Leute, die Mittelfeld spielen. Und wenn man schon oben steht, hat er schon auch ein bisschen theoretisches Glück und selbstbewusst überall, wo es geht, also drauf zu gehen, das Spiel zu gewinnen. Also italienische Atmosphäre ist auch. Italienische Verhältnisse. Uwe Bindewald. Ja, und Sie sehen es auf den Rängen, da geht es richtig rund. Am Dienstag hat es ja hier das Abschiedsspiel für Rudi Bommer gegen den FC Bayern gegeben mit 25.000 Zuschauern. Ein Hauch von alten Bundesligatagen wehte da durchs Waldstadion. Sie waren auch da, Dragoslav. Ja, der Rudi Bommer hat mich eingeladen zu diesem Spiel, weil ich glaube, Rudi Bommer vor 5 Jahren aus das, was man erwartet, dass auf beide Chance, da auf die beide Seiten die Chance kommen und dass am Ende Eintracht gewinnt. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Auf dem grünen Rasen natürlich. Nicht unbedingt auf den Rängen, weil wenn es da so weitergeht, dann sehen wir gleich nichts mehr. Immerhin, solange es friedlich bleibt, ist das, glaube ich, eine Atmosphäre, mit der man gut leben kann. Ich glaube schon, weil die Fans, die sehen so oft Fans, wo man in Italien und sonstige Städten so viel diese Feuerkörper zünden oder brennen lässt. Aber ich glaube schon, dass es schnell vorbeigeht. In Jena. Genau. Und sehr gut gespielt. In einer Phase, als es bei der Eintracht anfing zu kriseln. Und der ist drin. Das ist es. Ein kurioses Tor. Und ich glaube, dass es Peter Neustädter war, der den Ball ins eigene Netz buxiert hat. Hat sich von Neustädter keine Freude. Oder war es Urs Güntensperger? Wir schauen genau hin. Die Ecke von Gaudino. Alexander Schur, glaube ich. Das ist von der Latte Ball auf den Fuß gefallen. Ich glaube, Peter Neustädter mit der Hacke. Da sehen wir es noch. Ja, es war die Hacke von Peter Neustädter, genau. Der starke Manndecker mit einem Eigentor. Genau. Kurioses Ende der ersten Halbzeit. In der Halbzeit. Da gibt es den Sportreport mit Jochen Sattler. Und dann sind wir im zweiten Durchgang wieder hier im Waldstadion. Dunkle Wolken über Frankfurt, ein Bild. Besser gefallen in die Mitte, ins Zentrum des Mittelfelds. Ballade. Hier nochmal mitgenommen. Sehr schön. Und hat das Spiel kontrolliert. Nicht rangekommen. Ja, und hat das Spiel kontrolliert in die Mitte. Der Lars Schmidt. Und da hätte er jetzt fast mit einem Tor etwas die Stimmung rausgenommen. Sie haben es gesehen auf der Haupttribüne, beziehungsweise auf der Gegentribüne. Da geht es den Eintracht-Fans jetzt etwas zu gut. Ja.
Schwarzer Rauch und Hendrik Weiß im Spiel für Steffen Herzberger. Manager Heidel, der ja einige Pfeile Richtung Frankfurt abgeschossen hat. Die bekommen Benefizspiele und dann haben sie das Geld, um unsere Spieler wie Ouakili wegzuholen. Einerseits kann man das natürlich nachvollziehen. Andererseits muss man natürlich schon dem FC Bayern zugutehalten, dass man gerne ein Benefizspiel bei einer Eintracht aus Frankfurt macht, bei der man ja nun immerhin 30 Jahre lang Bundesliga-Fußball gespielt hat. Und das ist Tradition, die dem deutschen Fußball insgesamt gut tut. Auch wenn es natürlich den Mainzern in dem Moment ein Dorn im Auge ist. Vor allem dann, wenn die eigenen Spieler plötzlich mit Summen weggelockt werden. Ein sanfter Rauch kommt zu uns. Steigt in unsere Nase. Jawohl. Können wir ihn jetzt leider nicht rüberbringen, liebe Fernsehzuschauer. Das gibt's nur im Stadion. Die Stimmung auf den Rängen so gut wie lange nicht im Waldstadion. Letzte Viertelstunde läuft. Stimmung im Waldstadion gut wie selten. Heiße Atmosphäre. Auch wenn es nur 1:0 steht und auch wenn die Eintracht über weite Phasen der ersten Halbzeit nicht die bessere Mannschaft war. Es ist das Rhein-Main-Derby. Und da tut eine berührt, aber deswegen ist dann ja nicht gefallen. Ja. 13 Minuten trennen die Eintracht noch von diesem jetzt viel beschriebenen Sieg. Akrapovic. Schon nicht viel Zeit für das übrig geblieben. Zwei Minuten über die Zeit und 10.000 Frankfurter pfeifen, weil sie einen Pfiff nicht hören, nämlich den Schlusspfiff. Demand mit rechts und Nikolov. Das ist es. Dafür werden sie ihm alle danken in der Kabine. Ich glaube schon, dass er so sehr sicher war bei diesem Ball. Obwohl der Demand sehr gut gemacht hat. Nur leider war sein rechter Fuß, der nicht so gut war. Der nicht so gut ist. Sven Demand glücklos. Das Spiel ist zu Ende. Die Eintracht gewinnt mit 1:0. Und der Jubel im Waldstadion ist wie in alten Bundesliga-Zeiten. Herzlichen Dank, Dragoslav Stefanovic. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön auch. Und Dragoslav Stefanovic hat seine Eintracht Glück gebracht. Wir versuchen nach der Werbung Reinhard Saftig, den unglücklichen Verlierer, am Mikrofon zu haben.